Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS 19 aus Niedersachsen. Anno dazu mal, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann lasst ihr gerne ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei einer neuen Folge aus dem LS 19. So, erste Wiese haben wir. Ab zur zweiten. Mal hoffe ich mal, dass wir gleich das Ganze noch gewaden können. Sieht gut aus auf jeden Fall. Bewegt sich sehr schnell voran hier. So, lass uns mal hier gleich. Zack. Gott, Abfahrt. Ich habe mal die nächste Wiese und dann schwaden wir wieder alles zusammen. Ja? Wir waren schon mal, ich war vorhin noch am Überlegen, ob ich mir vielleicht mal einen anderen Schwader zulegen soll. Ich habe ja den, ja, wir haben ja hier auf dem Hub den Einachs oder Einkreisel, nicht Einachs, Einkreisel Pöttinger. Und ich bin da echt am Überlegen, ob ich den nicht durch einen, ja, durch so einen neueren Zweikreisel, weiß ich nicht, weil der eigentlich ein bisschen zu groß ist. Aber ich habe gehört, es gibt in Österreich gibt es einen, der baut so ein, ja, wie so eine Art Bandschwader. Die sind relativ kompakt, relativ klein, aber haben dadurch natürlich, dadurch, dass sie weniger PS-Leistung brauchen etc., sind die natürlich um einiges interessanter, sag ich mal. Und da war ich mal überlegt, ob wir nicht mal anfragen sollten, ob wir so einen hier nach Norddeutschland geliefert bekommen können. Allerdings bis jetzt noch niemanden gefunden, der das schon mal benutzt hat. Also hier bei mir in der Gegend gibt es gar keinen und andere Gegend, ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Da kenne ich jetzt auch nicht so unbedingt die Leute, um da jetzt sagen zu können, okay, ich frage mal nach. Und von daher bin ich da, weiß ich noch nicht. Also, zwei Kreisel, ja, ne, so ein Querneland oder ein Pöttinger oder sowas, da gibt es ja schon einiges, was wir hier in der Gegend nehmen könnten. Aber da muss ich halt erstmal gucken. Die sind halt eigentlich, ich glaube, für meine beiden Wiesen sind so zwei Kreisel fast schon Lötten zu groß. Und da wäre eigentlich prädestinierter, wäre eigentlich so eine, ja, so ein Einkreisel, nur vielleicht ein bisschen größer. Ah, ist es nicht. Muss ich mal überlegen. Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ob und wie und ob wir das. Aber jetzt erstmal müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Und dann muss ich jetzt mit dem Einkreisel das Ganze hier wieder machen. Passt aber. Wir nehmen das vom Rand weg. Dann fahren wir wieder einmal rauf, einmal runter. So dass wir wieder zwei Bahnen mindestens zu einer machen. Und dann sollte sich das Ganze ausgehen. Ich hatte auch. Ja, zwei Kreisel wäre vielleicht auch noch was man von Blas vielleicht kriegen könnte. Würde ja jetzt hier in der Gegend eigentlich ganz gut passen. Hasewinkel ist nicht so weit weg. Kann man eigentlich ganz gut mit umgehen. Mal gucken. So. Aber wie gesagt, da ist halt alles so eine Sache. Schauen wir mal. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir das jetzt alles reinkriegen. Alles andere ist dann Spekulation. Das ist auch eher was fürs nächste Jahr als Anschaffung, weil man muss ja berücksichtigen, ich muss jetzt zusehen, dass ich meinen Hof so weit voll kriege, dass wenn die Tiere, die sind ja alle für den Winter hin bestellt, wenn die Tiere dann reinkommen, dass die auch dementsprechend Futter haben.
und auf Stroh stehen können und etc. etc. Ne, Heu haben und was nicht alles. Also im Moment ist mein Hauptaugenmerk eher darauf gelegt, das Ganze so zu versorgen, dass ich da mit den Tieren klarkomme, als jetzt an neue Maschinen zu denken. Ich meine, neue Maschinen, ja, wenn der Laden läuft, ne, dann läuft er, dann kann man auch neue Maschinen kaufen. Solange er nicht läuft, ne, aber schon überlegt, mal die, oder beziehungsweise habe ich mir dann mal überlegt, wenn jetzt mal zum Beispiel die Hanomax ausfallen sollten, ich meine, irgendwann mal bestimmt, ja, was wir dann als Alternative nehmen. Und wir sind, oder ich bin eigentlich, oder von vielen Leuten gehört, die sind ganz zufrieden mit ihren Fendt. Und das wäre halt auch was für mich, denke ich. Ne, so ein Favorit oder ein Farmer oder sowas, irgendwas. Ne, mit ein bisschen mehr PS-Leistung, wie jetzt der Hanomag hier, klar. So dass der dann auch gleichzeitig schon für größere Anbaumaschinen vorgesehen ist. Makor. Aber das ist eher sowas für die nächsten 10 Jahre. Da mal eine neue Maschine zu denken. Ich meine, die Hanomax hier, die rennen, ne? Also, machen wir uns da mal nichts vor. Bis ich da mal was als Ersatz brauche, da vergeht noch ein bisschen Zeit. So. Gott, letzte Bahn. Aber muss ich mal gucken hier, ne? Schwader, der steht mittlerweile, glaube ich, eingeschlossen im Schafstall. Also, ich habe tatsächlich, ne, ich bin ja, ich war ja jetzt, nachdem ich das beim letzten Mal erzählt hatte, da mit dem Hof und diesem komischen Typen, der da rumlief, bin ich tatsächlich vorhin nochmal, ich habe meine Augen nochmal ein bisschen aufgehalten, ich bin dann nochmal im Schafstall vorbei, weil es hat mir irgendwie erst erzählt und das hat mir dann keine Ruhe gelassen und da musste ich da nochmal nachkommen. Aber alles gut. Ist natürlich logisch, wir haben ja den Hof erst neu gemacht, also neue Gebäude, und das bedeutet, oder das ist ja wieder aus der Sicht von einigen Menschen gleichzusetzen mit, der hat ja Kohle. Und na, das Thema hat mich noch nicht ganz so losgelassen. Worauf ich immer noch warte, ist, dass Tom kommt. Der wollte eigentlich gegen Mittag da sein und Mittag ist jetzt, ja, so eine Stunde, dann sollte es eigentlich schon mal losgehen Richtung Mittag. Also, bin mal gespannt. So, passt. Dann mal ab zum Hof. Miwerk weg, Schwader dran und dann gib ihm. Dass wir dann nämlich nur einsammeln können. Oh, ist das Ganze erledigt. Wachsen tut alles gut. Also, bin zufrieden mit dem Wachstum. Einzige ist halt die Kartoffeln, die wir da so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zerstört haben, aber wo wir da halt mit dem Güllefass so ein bisschen reingehauen haben. Nö. Dann hätte ich den Schwader hier auch eingestellt. Ja. Ah ne, den habe ich hier reingestellt. Okay. Ja gut, in dem Falle fahren wir dann hier raus. So. Ah, stelle ich mal das Mähwerk hier rein. Im Moment. Das war schon richtig so. Zack. Ne,
hier neuen Pfeiler kaputt machen. Und den Schwader müssen wir auf jeden Fall mal nach der Aktion jetzt mit dem Schwaden müssen wir den auf jeden Fall mal putzen. Der sieht ja aus. Kann's ja keinem mehr zeigen, das Ding. So, hier mal Tür zu. Ich vertraue dem nicht. Da habe ich da hinten das Tor zu. Ja, das ist zu. Okay. Ich weiß nicht. Ich bin im Moment so ein bisschen... bisschen unsicher. Aber mach lieber... Na? Hallo? Tür? Jetzt wollte ich gerade sagen, mach lieber einmal mehr die Tür zu. So. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Immer dran denken. So. Gut, da machen wir auch zu. Passt. Sicher, sicher. Ich weiß nicht. So, also. Jetzt schwaden wir das ganze Zeug. Das Ganze geht auf die Seite, okay. Fangen wir am besten so direkt mal hier an, ne? Das sieht gut aus. Nee, das passt. Kann ja nicht gleich nochmal fahren. Machen wir ein bisschen größeres Schwatz. Der Ladewagen kann das. Fahren wir zweimal in eine Richtung und dann einmal in die andere. Dann haben wir A, weniger Bahnen, die wir fahren müssen. Und haben das Ganze B auch ein bisschen weiter hier rüber. Hier hinten wird es ein bisschen komplizierter, denke ich mal. Hier wird es mit dem Ladewagen schwierig, um die Kurve zu kommen. So, dann muss ich vielleicht rückwärts mit dem Ladewagen hier vorne rein. Na, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Schwade ich das Ganze hier mal so ein Stück den rüber. So, dann kann ich nämlich von der anderen Seite gegenfahren. Ja, dann sollte das eigentlich passen. So. Und dann fahren wir jetzt die Bahn nochmal. Ja. Dann haben wir es auch weit genug vom Rand weg. Dann komme ich mit dem Schlepper vorne auch rum. Und wir haben hier eine schöne Einfahrt. Das passt. Gut. Siehst du. Und an den Rest eben kurz ein paar Bahnen und dann war's das. Und hier hinten machen wir das auch. Fahren wir zweimal außen rum, schieb das alles so ein bisschen in die Mitte und dann fahre ich einmal ein oder zweimal gegen und dann sollte das doch eigentlich passen. Denke ich. Ich muss aber berücksichtigen, dass ich hier mit dem Schlepper rumkomme und nicht in den Bäumen hänge. Von daher, je weiter das vom Rand weg ist, desto besser. Na, so passt das. Gut. So viel wird das ja auch wieder nicht. Ich meine, das, was wir hatten, vielleicht die Menge. Und dann ist auch gut im Silo. Mal gucken.
So. Nö, da fahren wir jetzt durch. Und dann ziehen wir das hier hinten gleich mal gerade. So, dass wir hier auch eine Bahn kriegen. Ja, und dann passt das. Gut, liebe Leute, ich würde aber sagen, für euch soll es das für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal.